Ja, in diesem Video wird es um meine drei größten Fehler an der Haustür gehen, die Fehler waren. Und die werde ich heute mit dir teilen. Also bleibt dran, es wird witzig. Ja, also ich meine, Fehler gibt ja nicht jeder gerne zu, ne? Ich meine, wenn wir heutzutage auf die gute Social-Media-Welt schauen, dann sieht man da ja auch keine Fehler, sondern man sieht alles nur, was perfekt und gut läuft. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch mal perfekt, um ein bisschen antizyklisch gegen diese Social-Media-Welt zu sein, dir meine drei größten Fehler zu sagen, die ich damals an der Haustür gemacht habe. Ja? Fangen wir mit dem ersten Punkt an, wo ich an der Haustür gearbeitet habe und es lief schon echt ganz gut. Ich habe immer so meine 6, 7 Verträge am Tag, halbtags gehabt, weil mein Ziel war immer bis zu 14, 15 Uhr meine Verträge drin zu haben, dann nach Hause zu gehen und an Online-Marketing weiterzuarbeiten. Kam ich irgendwann auf eine sehr geniale Idee, wie ich es damals jedenfalls dachte, dass vielleicht mit einem Ausschnitt an der Tür zu arbeiten, das viel besser laufen würde, denn hey, wer kennt es nicht? Sex sells, oder? Ja, und wie ist es dann gekommen? Ich war dann an der Haustür und hatte einen Ausschnitt und dachte, es würde jetzt bestimmt super gut laufen. Und Frauen haben mich überhaupt nicht gefeiert damit. Das kam nicht so geil an. Und bei Männern hat es eher dafür gesorgt, dass sie ein anderes Interesse hatten, statt an dem Produkt, was ich ihm verkaufen möchte. Und das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm oder so weird, aber das, was am nervigsten war, ist, dass wir den Tag drei Polizeieinsätze hatten. So, das erste Mal, da war ich mit Fabian gerade an der Haustür, kamen wir dann runter und da kam ein Mannschaftswagen und die waren alle super mit Waffen und super ausgerüstet und so. Und ich dachte, ich habe gar nicht gecheckt, dass sie zu uns wollten, ja. So, da haben die uns natürlich aufgehalten und haben gesagt, ja, hier sollen wohl Einbrecher unterwegs sein. Dann haben sie unsere Daten aufgenommen, haben wir alles abgeglichen, haben unsere Mappen geguckt, ob wir irgendwas geklaut haben oder so. Haben wir natürlich nicht. Und das Geile war, wir haben jetzt sogar noch die Polizisten geschrieben, weil sie haben jetzt unsere Zeit in Anspruch genommen, um diese Daten aufzunehmen. Und so war das dann eigentlich ganz okay. Und wir haben uns so ein bisschen darüber kaputt gelacht und so, ne? So, und dann ist das aber dreimal noch am Tag passiert mit anderen Polizisten dann mal wieder. Und da war dann mein größtes Learning. Nein, als Frau geht man nicht mit einem fetten Ausschnitt an die Haustür, denn das sorgt dafür, dass Menschen denken, du bist irgendwie ein Lockvogel oder sowas. Und die Einbrecher sozusagen warten dann nur um die Ecke und du willst ihnen Zutritt zur Wohnung verschaffen, damit sozusagen halt irgendwas geklaut werden kann oder was auch immer. Deswegen, das war mein erster Fehler, den wir damals gemacht haben. Mein nächster Fehler war, dass ich damals, wo wir ein Projekt hatten, wo wir mit der LEW unterwegs waren und Glasfaser verkauft haben im kleinen Dorf, dass ich ja die Rechnung noch nicht ganz so gut konnte, wie man sozusagen den Verbrauch ausrechnet oder wie man rechnet, was jetzt günstiger wird. Und dann saß ich mit einer Frau da, mit der hatte ich gerade einen Termin und saß mit ihr da und habe ihr das so vorgerechnet und habe einen Fehler gemacht, was ich aber nicht gecheckt habe. So, und die war sowieso schon super skeptisch. Und dann guckt sie mich an und sagt, Mädchen, warum soll ich was von dir kaufen, wenn du noch nicht mal die Rechnung richtig kannst? Ich bin Buchhalter, Finanzangestellte oder irgendwie sowas, hat sie mir damals gesagt. Und das war natürlich super, super, super peinlich, was mir natürlich danach nie wieder passiert ist. Danach saß die Rechnung extrem gut und ich konnte sie. Aber das war in dem Moment schon so ein richtig, richtig trauriger Fall einfach, weil ich diese Rechnung damals nicht richtig hinbekommen habe. Und dann genauso eine vor sich zu haben, dass ich mit den Zahlen auskannte, das war wirklich sehr, sehr peinlich. Ja, und der nächste Punkt, der auch super unangenehm war, ist, dass ich bei einem Jüngeren an der Haustür war. Damals haben wir Innogy verkauft, also Strom hier in Berlin. Dann bin ich bei dem rein, habe dem alles erklärt. Ich habe gesagt, dass ich von Innogy komme und dass wir jetzt anbieten, umzustellen, Wechsel und so weiter, alles natürlich, ne? Und ja, dann bin ich rein. Es hat alles super gut geklappt. Wir haben uns super gut verstanden, Unterschrift und so alles, ne? Und der hatte dann noch Katzenbabys. Das heißt, ich bin auch einen Tick länger geblieben, weil ich mit ihm mich um die Katzenbabys da so ein bisschen abgestreichelt habe und so, ne? So wie es dann ist, kennst du ja von der Haustür. Und dann sagt er mir noch so beim Rausgehen, ja, zum Glück warst du nicht so eine nervige Verkäuferin, die mir jetzt irgendwie einen anderen Stromversorger andrehen wollte, weil nämlich mein Opa ist bei der GASAG und der arbeitet da schon irgendwie seit 50 Jahren und ich würde niemals im Leben wechseln, aber zum Glück bist du ja nicht so eine, ne? Und in dem Moment war ich so schockiert darüber, weil ich dachte, das wäre so klar gewesen, dass ich einfach nicht wusste, was ich sagen soll. Und deswegen verstehe ich auch, weil damals wussten wir nicht, was wir auf sowas sagen sollten, verstehe ich auch diejenigen, die an der Tür auch nicht wissen, was sie da sagen sollen. Und da tut ihr mir echt leid. Also da gibt es super einfache Sachen, die man drauf sagen kann, damit es nicht peinlich wird. Und die Krönung der ganzen Sache, wo es noch peinlicher geworden ist, ist, dass die Person mich bei Instagram rausgefunden hat,
weil ich ja immer meinen Vor- und Nachnamen mit der Handynummer draufgeschrieben habe auf die Verträge. Und dann hat er mir noch eine Nachricht geschrieben und die hieß O-Ton-mäßig, ich weiß sie noch ganz genau, beste Stromableserin ganz Berlins. So, und damit war es natürlich die totale Krönung der Peinlichkeit. Und was natürlich passiert, wo er die Vertragsunterlagen hat, hat er natürlich widerrufen. So, das sind natürlich peinliche Sachen, die passieren können, woraufhin wir ja dann natürlich zum Beispiel eine Einwandbehandlung haben, wie natürlich, dass wir nicht vom Anbieter sind und solche ganzen Sachen, ne? Die sind ja alle bei uns in der Masterclass drin, weil genau aus diesen peinlichen, sehr peinlichen Erlebnissen in der Zeit und diesen schmerzhaften Erfahrungen haben wir dann daraufhin genau diese Antworten kreiert, die man dann braucht. Ne? Aber deswegen, also kann ich dir nur sagen, lern auf jeden Fall an den Tipps, wenn du eine Frau bist, zieh keinen tiefen Ausschnitt an, Sex hält nicht an der Haustür. Mach deine Rechnung richtig, hab die richtig im Schlaf drin, damit dir sowas peinliches nicht passiert und lerne Einwandbehandlung darauf, wenn jemand sagt, ach, sie kommen gar nicht von meinem Anbieter. Und dann hast du diese peinlichen Sachen nicht. Wenn du auf jeden Fall lernen willst, wie der Einwand darauf geht, dann komm zu uns im Coaching und wir sehen uns im nächsten Video.